Al servicio de la Cocina Sin Fronteras. Como les dije anteriormente, está ubicado a unas 4 horas en Canoa del Coca. Es un lugar paradisiaco, lleno de infinitas bellezas y atractivos naturales. Bienvenido, Stanley, a nuestro programa Huéspedes y Anfitriones del Río Napo. Estás para Yasuní FM. Continuamos con este programa que se llama Anfitriones del Río Napo, al servicio de la Cocina Sin Fronteras. El día de hoy tenemos 4 invitados de las 2 comunidades que estamos capacitando en estos momentos. Si se logra escuchar al fondo el ruido, la hermosa canción del Río Napo. A mí lo que me gusta es atender al cliente, ser mesera o camarera. También meterme en la cocina. ¿A lo que más deseas aprender o esperas de la Cocina Sin Fronteras? Yo de mí aprender más en lo que es igual como en área de gastronomía, en área de servicio. Bueno, en el futuro yo quisiera ser como ser una maestra de cocina yo. Die Kultur der verschiedenen Ethnien, die hier leben, die verschiedenen indigenen Stämme, Waurani, Kichuas, Shuar, Sequoia, ist seit ungefähr 20 Jahren mehr und mehr in Bedrängnis geraten. Eingekreist von den Interessen der großen Erdölgesellschaften sind sie nicht in der Lage, sich gegen diese enormen Kräfte, die sie da im Visier haben, zu wehren. Nosotros no necesitamos esta casa. Necesitamos el valor, la cultura, la naturaleza. Si es que hay apoyo, que haya apoyo de la realidad para el pueblo. Que haya capacitación, estudio, superación para toda esta gente. Es geht darum, in dieser Welt, die sich rasend schnell entwickelt, Anschluss zu haben. Und dieser Anschluss heißt eigentlich, dass sie ihre Qualitäten, ihre Kultur, ihre Tradition, ihre Offerte, die sie haben an die Welt, dass sie die auch einbringen können und dass sie nicht einmal mehr einfach beiseite geschoben werden. Das Schiff sucht sich seinen Weg. Eine unabhängige Insel zwischen allen Territorien. Es manövriert sich durch Untiefen. Es gleitet mit dem Strom. Die Kunst des Gastgebens. Rechnen zwischen Theorie, zwischen Praxis, Rollenspiele, Englisch, Hygiene, Grundkenntnisse, Englisch, Repetition. Mittwoch rechnen, Küchentheorie, Küchenpraxis, Rollenspiele, Englisch, Produkte international, Produkte national, am Nachmittag nochmal Küchenkalkulation. Nachhaltiger Tourismus? Nur wenn sich die Fenster öffnen. Was wir sehen und lernen, ist für beide Seiten fundamental. Das eigene Kennen, das Fremde verstehen in einer globalisierten Welt, wo sich nur die begegnen, die sich suchen. Wenn wir 2 Dörfer haben, die in einem Konflikt stehen, dann brauchen wir einen neutralen Ort, wo wir mit den Leuten aus diesen beiden Dörfern arbeiten können. Dieser neutrale Ort ist das Schiff. Wir haben eine Lagune, wir haben 2 Dörfer, die an dieser Lagune je ein touristisches Projekt aufbauen. Da entstehen Animositäten, da entsteht Konkurrenz, da brechen alte Konflikte auf. Wir analysieren die Situation vor Ort. Das Dorf Eden arbeitet mit den Erdölfirmen, das Lodge wurde ihnen hingestellt. Der Manager kommt aus der Stadt, die Ästhetik gleicht der eines Ölcamps. Samona wollte es alleine schaffen. Viel Arbeit und Liebe wurde investiert. Der Gast soll sich wie in einem Kichwa-Dorf fühlen. Es steht verlassen, das touristische Know-how fehlt.
Während unseres Kurses geben wir gastgeberisches Wissen weiter. Unser Subtext, Friedensarbeit. Es entstehen Freundschaften, Konflikte lösen sich. So können die Dörfer in Zukunft zusammen an ihren Tourismusprojekten arbeiten. La Cocina Sin Fronteras, así como la Barcaza, lo tengo entendido, es como una bandera blanca, ¿no? Entre pueblos donde hay conflictos. Estoy seguro que después de esta capacitación, las cosas van a ser diferentes, las ideas las van a tener más claras, los proyectos van a estar enfocados hacia un mismo horizonte.